Grüßt euch, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe mich dazu entschieden, mal wieder ein Video hochzuladen auf den Vlog-Kanal. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich diesen Kanal jetzt nutze und euch mal so ein bisschen mitnehme in meiner Freizeit, kann man sagen. Das heißt, heute gibt es einen Angelvlog, morgen gibt es einen Reisevlog. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall so Freestyle-Videos. Und heute geht es um das Thema Angeln. Ich habe mir nämlich eine neue Route zugelegt. Eine, wie nennen sich die denn? Ich wollte gerade sagen Clickbait. Wieso heißen die nicht? Baitmaster? Ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es halt eine Route aus dem nicht-europäischen Reich, glaube ich. Wir nutzen die Stationärrolle. Und ich will halt ein bisschen mit dem Boot angeln, viel. Und da habe ich diese Rollen gesehen und da dachte ich mir, kaufe ich mir die einfach mal und probiere das aus. So, ich habe schon ein paar Würfe gemacht. Ist natürlich ein bisschen schwer, weil die Rolle halt ganz anders ist, ne? Unter anderem habe ich auch hier so eine schöne Angeltasche. Könnt ihr jetzt nicht sehen, zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Wir sind hier an einem Teich, wo angeblich keine Fische drin sein sollen, außer Goldfische. Und der Eigentümer, YouTube-Kollege André Brockschmidt, er hat letztens hier ein paar Karpfen, also Spiegelkarpfen, ein paar Graskarpfen und ein paar Schleien reingepackt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich sehe hier keine großen Goldfische. Es gibt ein paar kleine, aber keine großen Goldfische. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Barsch drin ist, mehrere Barsche oder vielleicht auch ein Hecht. Die Größe wäre eigentlich optimal. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Und ich werde mal heute mich daran versuchen, mit einem Blinker. Und vielleicht bauen wir noch mal oben auf einen kleinen Mini-Köderfisch. Und ich muss sagen, ich gucke ganz oft den YouTuber Ich gehe angeln. Total unterhaltsam, total geil zum Abschalten und so. Und André und ich haben hier gestern ordentlich was rausgeholt. Und ja, in diesem Video geht es einfach darum, was lebt hier in diesem Teich, ne? Was lebt hier in diesem kleinen Gartenteich? Ja, ist ja schon ein richtiger Teich, ne? Und das will ich heute mit euch herausfinden, ob es hier einen Raubfisch gibt. Weil ich finde es immer total interessant, wenn man sich so Videos anguckt, bei beispielsweise Ich gehe angeln, was der da aus den Teichen holt. Und und so eine Art will ich es auch machen. So, wir pirschen uns jetzt hier langsam heran und versuchen mal unser Glück. Jetzt fällt es mir wieder ein. Baitcast nennt man das Ganze. Ist eigentlich von der Bedienung her sehr einfach. Lösen. Wenn du hier kurbelst, klackt das wieder, zack. Die Bremse kannst du hier einstellen oder da an diesen Rädchen und du arbeitest halt viel mit den Daumen, ne? So, ich habe jetzt hier ungefähr, weiß ich nicht, eine halbe Stunde ein bisschen geworfen. Ihr habt es ja gesehen und ich habe mich ein bisschen verbessert von der Wurftechnik her. Ich habe geflochtene Schnur drauf und ich werde es mal da hinten weiter versuchen. Und ich denke, dass sie sehr, sehr scheu sind. Also ich bin wahrscheinlich so ein Trampel, ne? Der zu laut ist. Oder es ist nichts drin, weiß ich nicht. Habe ich mir meine Köderbox rausgeholt, die ich vor 20 Jahren mal benutzt habe. Hier haben wir so ein paar Blinker. Mit denen habe ich ja gerade geangelt. Den werde ich nachher nochmal verwenden. Und ein paar Twister, ich glaube, die heißen so, ne? Jetzt habe ich gerade einen drauf gehabt, der fiel mir aber ein, dass die Goldfische, hier sind ja kleine Goldfische drin, leider keine großen. Und deswegen denke ich halt, dass hier wahrscheinlich auch Raubfische drin sind. Der sieht ja aus wie so ein Goldfisch, ne? Also hat die Farbe jedenfalls.
Diesen Blinker habe ich auch schon verwendet. Der ist einen kleinen Ticken zu groß. Und ja, den Rest, damit brauche ich gar nicht anfangen. Weiß ich nicht, kann man ja auch aus Gag mal machen. Aber ich werde jetzt hier erstmal mit diesem Gummifisch versuchen, weil der eine ganz, ganz andere Farbe hat. Und ja, vielleicht habe ich ja Glück. So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum, weshalb oder wie ich auf die Idee komme, dass hier ein Raubfisch drin ist. Also ich kenne es noch von früher, wo ich meine Angelprüfung gemacht habe, dass, wie kommen die Fische in den Teich? Ja, irgendwie müssen die entstanden sein, ne? Wie, was war zuerst, da Huhn oder Ei? Auf jeden Fall ist es so, dass wenn Enten durch die Gegend fliegen, von Teich zu Teich, die Fische laichen im Schilf, im Gras, ich weiß nicht was, in den Wasserpflanzen, dann ist es so, dass die manchmal in ihren Gefieder ein paar Eier haben und dann zum nächsten Teich fliegen und dann sind die Eier dann da und dann schlüpfen da kleine Fische, unter anderem Karpfen, also alles an Fischen. Und ich vermute mal, weil hier keine großen Goldfische sind, sondern nur so kleine, dass die gar nicht die Chance haben, groß zu werden und dass sie halt gefressen werden. So, und ich habe jetzt eigentlich alles durch am Blinker. Und ich werde jetzt den einen nochmal hier versuchen, so einen Löffelblinker, so einen ganz kleinen. Und dann werde ich nochmal ein bisschen spinnern da hinten, mit einem kleinen Spinner. Und ja, dann ist wahrscheinlich wirklich hier nichts drin. Oder ich bin einfach zu ungeübt. Wie es immer so ist, wenn man einen Fang hat, dann geht die Kamera aus. Beziehungsweise man hat die Kamera nicht an. Ich habe nämlich gerade nochmal den kleinen Blinker rangesetzt und bin nochmal rumgegangen. Und bin am Ende hier wieder angekommen und ihr werdet es nicht glauben, ich habe es zwar jetzt schnell mit dem Handy aufgenommen, also zusätzlich, weil ich das André zeigen wollte, weil er gerade unterwegs ist mit dem Handy. Und ich habe eine Rotfeder rausgeholt, also kein Rotauge, sondern eine Rotfeder. Und ja, ich habe den ersten Fisch dran und das ist eine Rotauge. Hätte ich nicht gedacht, dass die beißt. Komisch, ne? Eine Rotfeder, ich dachte, das ist ein Friedfisch. Ja, ich weiß, dass sie auch Maden essen und so, aber das kommt ja jetzt so, schwimmt ja keine Made hier durch den Teich, ne? Das ganze Ding hier ist ja, ja, es ist ein Spinner und soll so einen kleinen Weißfisch nachahmen, ne? Also echt, war ich echt verwundert, keine Ahnung. Habt ihr schon mal sowas gehabt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, heute gibt es Rotfeder zum Armut, zum Grillen. Und ja, ich denke, hier ist nichts drin. Also kein Raubfisch. Vielleicht Karpfen, Schlein, ja, ist drin. Vielleicht auch was Größeres, weiß ich nicht. Müsste man mal drauf angeln. Aber wie gesagt, wir haben die Fische erst vor 2-3 Wochen reingesetzt. Und wir wollen die natürlich jetzt nicht angeln. Macht ja wenig Sinn. Die sollen nämlich den Teich so ein bisschen aufräumen, ne? So, also sauber machen in dem Form. Oder Algen auffressen und so ein Zeug. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ich habe auch hier ein paar Fliegen dabei. Künstliche Fliegen. Ich habe auch eine Fliegenrute.
Und ja, vielleicht hätte man mit Fliege hier mal angeln sollen. Ne? Vielleicht hat man dann. Ja, okay, aber hier sind keine Forellen drin. Ja, egal. Tasche finde ich richtig, richtig cool. Habe ich mir neu zugelegt. So ein bisschen Equipment. Werde ich euch unten mal verlinken, falls du mal gucken willst. Ansonsten beende ich jetzt die Angeltour. War echt überraschend. Aber ja, ich habe gedacht, ich fange jetzt einen dicken Barsch oder sowas. Ne? Oder so einen kleinen Hecht oder sowas in der Art. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wenn ja, lasst den Video und Handwerker-Daumen nach oben da. Was heißt Handwerker-Daumen nach oben? Das ist ja nicht mein Hauptkanal, ne? Lasst einen Daumen da und einen Kommentar. So, bis dann. Ciao.